Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, nach zwei Kindern und einem klitzekleinen Hang zum Minimalismus möchte ich euch heute sagen, was ich denke, was aus meiner Erfahrung raus für ein Baby notwendig ist, was man wirklich da haben muss, da haben sollte. Werde euch in der zweiten Kategorie sagen, was man haben kann, eventuell noch. Und in der dritten Kategorie, was ich denke, was überhaupt nicht notwendig ist. Und ich bin dabei wirklich davon ausgegangen, was ich in meinem täglichen Alltag jetzt mit Svea zum Beispiel benutze, was ich da habe und einfach nie benutze oder wo ich sogar sagen kann, das benutze ich und könnte es aber eventuell sogar noch weglassen. Ich möchte mit der Babypflege starten. Windeln sind natürlich unerlässlich. Im besten Fall benutzt man Stoffwindeln. Ich habe das bei Vince mal ausprobiert und ja, das war einfach für mich persönlich war das nicht wirklich was. Wenn ihr euch für das Thema Stoffwindeln interessiert, dann kann ich euch den Kanal von Hellcat Annie empfehlen. Die benutzt nämlich welche und ich weiß, sie hat da auch schon ein paar Videos drüber gedreht. Ich verlinke euch den mal unten in der Infobox. Ich bin immer noch bei den Wegwerfwindeln und da kann ich euch die von Lilidoo empfehlen. Die sind relativ schadstofffrei. Dann ist so das Ding, Feuchttücher braucht man nicht unbedingt, gehört also zur zweiten Kategorie, kann man haben, kann man auch weglassen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie und ich benutze sie in fast jeder Lebenslage. Könnte man allerdings natürlich auch durch Wasser und einen Waschlappen ersetzen. Und bei sonstigen Pflegeprodukten kann man ja bei Babys wirklich, wirklich Schmalspur fahren. Und ich habe jetzt hier mal meine zwei Lieblingsprodukte ausgesucht von das Böb, das Babyölprojekt. Und zwar habe ich hier eine Wundschutzcreme für gereizte Haut. Die ist mit Zinkoxid und Bio-Ringelblume. Das sollte man wirklich immer bei einem Baby da haben, wenn halt doch mal was mit dem Popo ist. Ich hatte Glück, dass es bei beiden Kindern so ist, dass es da keine Schwierigkeiten gab. Der war mal ein bisschen gerötet, da hat man halt was drauf getan, dann war es auch wieder gut. Und das ist übrigens Naturkosmetik. Wer meinen Kanal länger verfolgt, der weiß, dass ich da ein großer Fan von bin. Und dann habe ich noch rausgesucht für euch die Babycreme. Sollte man auch bei Babys nicht zu oft benutzen, aber manchmal braucht man einfach. Dann haben die manchmal so trockene Wundestellen, also im Ohrbereich ist bei Svea ganz, ganz schlimm. Und auch hier so im Halsbereich zum Beispiel, da gebe ich gerne dann mal mit einem Wattestäbchen ganz, ganz wenig drauf. Öl ist so eine Sache, kann man da haben. Hatte ich aber zum Beispiel, da gibt es ja dann ganz kleine Probepackungen und so. Das reicht zum Beispiel für den Anfang, weil bei Svea habe ich es am Anfang wirklich auch nur benutzt, um den Bauchnabel dann ein bisschen sauber zu machen. Gerade am Anfang, wo das noch mit der Nabelschnur war und so. Ansonsten Puder braucht man wirklich nicht. Nutzt man ja wirklich, also bei mir war das so nur noch für die Nabelschnur und da habe ich was von der Hebamme bekommen. Also ich hatte auch selber kein gekauftes da. Das, finde ich, sind die Pflegeprodukte, die man für ein Baby braucht, brauchen könnte. Alles, was darüber hinausgeht, finde ich Quatsch. Also alles, was ist Shampoo, Badezusatz, Duschbäder, Duschgele vielleicht sogar für Babys, finde ich, muss nicht sein. Mir ist gerade noch eingefallen, dass Babybadewanne vielleicht ein Thema ist. Ich kann sagen, wir haben keine. Das liegt aber daran, dass ich Svea einfach prinzipiell immer dann mit bade, wenn ich Vince bade. Und er badet in der großen Badewanne und dann schlenker ich sie einmal mit durch quasi. Für Vince hatte ich eine Babybadewanne. Es gibt ja auch diese Eimer, damit bin ich zum Beispiel nicht gleichgekommen. Eine Freundin benutzt das sehr, sehr gerne. Ich kenne aber auch Leute, die die Babys einfach mit unter die Dusche nehmen. Also Babybadewanne würde ich auch echt zu der zweiten Kategorie wählen, was nicht zwingend sein muss. Genauso muss man nicht zwingend ein Babyhandtuch haben. Die mit der Kapuze sind natürlich schön und toll. Ich habe mir nie eins gekauft, ich habe die alle mir schenken lassen, für Vince auch damals schon. Da kann man auch ein ganz normales von sich selbst nehmen. Da muss man jetzt nicht speziell fürs Baby ein Babyhandtuch kaufen. Dann das Thema Schnullis. Ich finde immer, dass 2 bis 3 Schnullis reichen. Man hat ja meistens 2 in einer so einer Packung. Ich bin der Meinung, das reicht immer völlig pro Größe aus. Absolut. Da hat man halt einen dauerhaften und einen zum Auskochen, dass man wechseln kann. Und das reicht. Also ich kenne Leute, die haben in jedem Raum in der Wohnung mehrere Schnullis liegen. Wozu? Braucht man wirklich überhaupt gar nicht. Also 2 sollten es allerdings Minimum sein, eben wegen dem Auskochen. Und für die Nacht ist es nicht schlecht, einen zweiten da zu haben, wenn man den ersten nicht findet. Weil manchmal spucken die den irgendwo hin und dann ist er entweder unterm Bett oder irgendwo im Bett, wo man nicht sofort finden kann. Dann nimmt man einfach den zweiten und gut ist.
Ich habe meistens einfach drei da. Dann habe ich nämlich einen einfach unten in der Wohnung irgendwo liegen und die zwei halt oben am Bett. Mehr braucht man wirklich nicht. Fläschchen ist natürlich so ein Thema, sollte man da haben, auch wenn man stillt, einfach für, um dann mal Wasser anzubieten zum Beispiel. Ich stille ja nicht und deswegen habe ich, glaube ich, ich habe 7 Fläschchen. Damit komme ich halt über einen Tag, muss dementsprechend nur einmal am Tag auskochen. Man könnte natürlich weniger Fläschchen haben, müsste ich mehr auskochen. Ich habe jetzt auch keinen Vaporisator oder irgend sowas. Ich koche meine Fläschchen wirklich so ganz stinknormal in einem großen Topf aus mit heißem Wasser. Da koche ich die drin aus und fertig. Also auch Vaporisator ist sowas, was ich wirklich zur dritten Kategorie zählen würde, was man wirklich gar nicht braucht. Also mit dem Topf, das funktioniert wunderbar und alles super. Zur Kategorie Transport. Ein Autositz ist natürlich unerlässlich, es sei denn, ihr habt kein Auto. Der Kinderwagen finde ich auch unerlässlich. Dann eine Babytrage. Ist so die Frage, zählt man das zur zweiten oder zur dritten Kategorie? Ich persönlich würde es heute für mich zur zweiten Kategorie zählen, weil ich das Ding einfach liebe. Es hat mir gerade in der Anfangszeit so auf den Arsch gerettet. Man kann es auch zur dritten Kategorie, also es ist eine Trage, ist nichts Notwendiges, natürlich nicht. Ist vielleicht sowas, wo man sagen kann, wenn Geld dafür übrig ist, gibt man das noch aus. Oder man lässt es sich schenken, dass sich Familienmitglieder zusammentun und für eine Trage zusammenlegen oder so. Also ich würde eine Trage immer empfehlen, aber es ist natürlich nicht notwendig, weil ihr prinzipiell schon mal den Kinderwagen einfach habt. Dann ist natürlich auch noch wichtig, ein Bett. Hat jetzt nichts mit dem Thema Transport zu tun, aber es passt halt gerade so ein bisschen, ein Bett. Und da bin ich kein Fan von Beistellbetten. Meine Kinder hatten beide von Anfang an halt ein richtiges normales Bett, weil ich weiß gar nicht, wie das bei den Beistellbetten ist, wie weit die dann genutzt werden können. Also Vince hatte jetzt sein Babybett bis jetzt, bis er 3 geworden ist und jetzt hat er halt ein neues, großes, quasi schon Jugendbett, also so ein 2 Meter mal 90 Bett bekommen. Ja, also ich bin einfach kein Fan von diesen Beistellbetten. Genauso bin ich kein Fan von Wiegen. Ich hatte nie eine oder diese Stubenwagen. Hatte ich nie, finde ich völlig unnötig, würde ich zu Kategorie 3 zählen. Ein Krabbelgitter oder ein Laufgitter würde ich zu Kategorie 2 zählen. Bei Vince war ich super froh und glücklich, dass ich das hatte. Da hätte ich sogar gesagt, das ist Kategorie 1, muss man unbedingt haben. Ich konnte ihn da einfach reinlegen und da hat er geschlafen. Und Svea ist aber so der Typ, die hasst das Teil. Weil sie da nicht richtig sieht, nicht den Überblick hat und die will da einfach nicht rein im Moment. Deswegen haben wir es auch abgebaut gerade. Ich denke, ich werde es wieder aufbauen, wenn sie dann krabbelt. Einfach, dass ich sie dann irgendwo mal hin tun kann mit ganz viel Spielzeug, wenn ich halt aus dem Raum gehe und sie halt nicht die ganze Zeit im Blick habe. Dann werde ich es wahrscheinlich wieder aufbauen. Deswegen schon Kategorie 2 ist was, was ich doch empfehlen könnte für später dann, wenn sie ein bisschen größer einfach sind. Ein Hochstuhl ist natürlich bei einem Baby am Anfang, denkt man vielleicht gar nicht erstmal so daran. Aber ich bin froh zum Beispiel, dass ich bei Svea von Anfang an einen Hochstuhl hatte. Wir haben ja den von Hauk, der so eine Liegeauflage für die erste Zeit hat. Und dann halt später den ganz normalen Sitz. Das Video zum Hochstuhl kann ich euch gerne auch nochmal in der Infobox verlinken. Und das fand ich halt mega praktisch, weil so konnte sie halt in der Küche dabei sein. Bei Vince war es wirklich so, dass ich mir die Trage aus seinem Kinderwagen auf den Küchentisch gestellt habe, wenn ich in der Küche war, dass er dann mit dabei war. Und so ist halt der Hochstuhl natürlich eine wesentlich bessere Lösung, kann man aber auch zu Kategorie 2 zählen. Es muss nicht unbedingt sein, man kann das halt wie bei Vince durch irgendwas anderes ersetzen, da ein bisschen improvisieren. Klamotten ist natürlich noch so ein Thema. Es gibt ganz, ganz viele Listen im Internet, wie viele Teile man wovon haben sollte. Davon halte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil ich bei Svea mega viele Klamotten gebraucht habe. Sie ist halt von Anfang an ein Spuckkind und ich habe viel mit Tüchern abfangen können, aber meistens, dann geht halt doch was auf die Schulter oder auf die Hose von ihr oder so. Deswegen konnte ich bei ihr gar nicht so minimalistisch fahren bei den Klamotten. Ich brauchte schon echt ein bisschen was mehr, weil ich ziehe sie wirklich 2, 3 Mal am Tag wirklich auch um, mich selbst eingeschlossen übrigens.
Deswegen würde ich da gar nicht so minimalistisch fahren, wie es manchmal empfohlen wird. Was ich euch aber empfehlen kann, sind Babyklamotten Secondhand zu nehmen. Nicht nur Babyklamotten, also unser erster Kinderwagen von Vince war Secondhand, unser Autositz ist Secondhand, unser Babybett ist Secondhand, kann man alles Secondhand nehmen, wirklich. Und Klamotten, gerade am Anfang auf jeden Fall. Ich bin großer Fan von diesen Babyflohmärkten. Ich finde das richtig, richtig gut. Schlafsäcke sind noch so ein Thema, braucht man natürlich für den Anfang, aber holt euch nicht zu viele und auch plant noch nicht so weit in den großen Größen, weil Svea ist jetzt noch nicht, also ich glaube, sie war 4 Monate alt und hatte da beschlossen, Schlafsack findet sie total kacke. Ich weiß, Vince war auch relativ zeitig, dass er den Schlafsack nicht mehr wollte, aber ich glaube, da war er zumindest so ein halbes oder dreiviertel Jahr, wo er dann entschieden hat, er möchte den Schlafsack nicht mehr. Svea ist da wesentlich zeitiger dran. Und ich habe ihr echt 2 neue gekauft, die sie jetzt nicht getragen hat. Also ich habe jetzt 2 nigelnagelneue Schlafsäcke da, die sie nie getragen hat. Die hatte ich halt so für den Herbst gedacht. Ein bisschen wärmer, schon ein bisschen größer. Blöd. Also bei Kindern vielleicht auch nicht so unbedingt auf Vorrat schon kaufen. Bei Klamotten geht vielleicht am Anfang noch. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, da ist das Mädchen ganz, ganz langsam zum Beispiel gewachsen. Da weiß man da nie, welche Klamottengröße hat es zu welcher Jahreszeit. Oder bei Vince jetzt, der wächst so mega schnell, da lege ich mir auch nichts mehr hin. Das kaufe ich wirklich, wenn ich es brauche und schaue dann, welche Größe ich einfach brauche. Mullwindeln sind natürlich noch so eine Sache, so Spucktücher einfach. Bei Svea, wie gesagt, brauche ich die ganz, ganz dringend unbedingt. Würde ich aber zur zweiten Kategorie zählen. Ist was man nicht unbedingt nötigerweise braucht. Da kann man auch ein Handtuch nehmen oder ein Geschirrtuch von mir aus auch. Aber ich finde es gut zu haben, vor allen Dingen, wenn man so ein Spuckkind hat wie ich. Was ich euch auch noch empfehlen kann, das sind die CDs vom Traumsternorchester. Da haben wir ganz, ganz viele. Die habe ich auch mal in einem Babyhall gezeigt. Wir haben von Pink, von Adele, von Rihanna, Michael Jackson haben wir auch. Also wir haben ganz, ganz viele und wir lieben die. Und die ersetzen bei uns Spieluhren, Mobiles, alles. Ich habe 2 Spieluhren aus dem, ja einfach weil ich sie geschenkt bekommen habe. Ich habe eine am Bett liegen und eine im Kinderwagen. Würde ich aber absolut zur Kategorie 3 zählen. Spieluhren braucht man meiner Meinung nach nicht. Genauso wie man Mobiles nicht zwingend braucht. Meine Kinder waren beide so, die haben sich dafür überhaupt gar nicht interessiert. Vince vielleicht noch ein bisschen, es wäre überhaupt gar nicht. Die interessiert es null, Mobiles. Beide Kinder haben sich auch überhaupt nicht für irgendwelche Lichtspektakel interessiert. Ich hatte halt bei beiden Mobiles, wo oben Licht, eine Deckenprojektion mit dran war. Vince fand das richtig blöd, der hat da nicht geschlafen. Svea schläft da auch nicht besonders gut, also das brauche ich bei beiden überhaupt nicht anfangen mit irgendwelchen Lichtquellen da. Also deswegen Mobiles zählen für mich zur Kategorie 3, genauso wie Spieluhren. Aber diese Traumsternorchester-CDs zählen für mich absolut zur Kategorie 1. Meine Kinder schlafen dabei super ein von Anfang an. Beide Babys, also kann ich sagen, bei Vince war das schon so, bei Svea ist es auch so. Und die verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Zum Thema Wickeln nochmal zurückzukommen. Was ich zu Kategorie 1 zähle, ist eine Wickelauflage. Unbedingt, am besten so ein bisschen so eine erhöhte, eine, die man abwischen kann, wo man halt noch eine Decke oder ein Handtuch, bei mir ist immer ein Handtuch drauflegt, wenn man gepullert wird. Diese Einmalwickelunterlagen finde ich für unterwegs okay. Für zu Hause benutze ich die überhaupt gar nicht. Da benutze ich Handtücher, kann man waschen und wiederverwerten. Ein Wickeltisch zähle ich zur Kategorie 2. Ich bin froh, dass ich einen habe, aber man braucht ihn nicht unbedingt. Man kann ein Baby theoretisch auf dem Fußboden, auf dem Bett, auf dem Tisch, auf dem Sofa, überall wickeln. So eine Wickelunterlage finde ich immer gut und die kann man halt überall hinlegen. Also ein Wickeltisch, finde ich, braucht man nicht unbedingt, finde ich, würde ich zur Kategorie 2 zählen. Einen Heizstrahler würde ich auch zu Kategorie 2 zählen. Es ist nicht unbedingt nötig. Ich bin aber auch froh, dass ich ihn einfach da hatte. Man kann natürlich genauso eine andere Wärmequelle benutzen. Ich weiß, viele benutzen zum Beispiel einen Föhn oder so oder wickeln direkt an der Heizung oder irgendwie sowas. Also ja, ein Heizstrahler ist was, was man nicht unbedingt haben muss, aber was schon gut ist, wenn man es hat. Eine Wickeltasche würde ich auch zur Kategorie 2 nehmen. Ich habe eine, aber ich könnte sie durchaus auch durch eine große Handtasche ersetzen oder durch einen Rucksack. Also bei Svea benutze ich die Wickeltasche wirklich sehr, sehr, sehr selten. Bei Vince habe ich sie häufig benutzt, bei Svea echt mega, mega selten. Bei ihr benutze ich meist dann noch lieber, ehrlich gesagt, einen Rucksack.
Oder wirklich, ich habe halt auch, ich habe ich euch in meiner Wickeltasche gezeigt, so ein Miniset für unterwegs, das stecke ich mir meistens in die Handtasche und bin fertig. Also Wickeltasche würde ich auch zur Kategorie 2 nehmen. Ist was, was man nicht notwendigerweise braucht, aber ist okay, wenn man es hat. Und vielleicht kann man so sagen, die Produkte der Kategorie 1, da gibt man selber für Geld aus oder schaut, dass man das an die nähere Verwandtschaft verteilt. Kategorie 2 und 3 kann man dann vielleicht auf eine Liste setzen, wo sich Freunde dann was aussuchen können, was sie zur Geburt schenken wollen. Also auch wenn man wenig Geld hat, da muss man halt einfach schauen, dass man das Nötigste da hat und dann kann man gucken, mit was man vielleicht aufstockt. Vielleicht dann auch erst peu à peu nach ein paar Monaten, wie zum Beispiel der Hochstuhl oder eine Trage. Das kann man sich dann auch einfach später zulegen und Secondhand wirklich. Schaut unbedingt Secondhand, da gibt es so viele tolle tolle gebrauchte Sachen, die wie neu aussehen. Ich nehme auch nicht alles, also es gibt so Babysachen, wo ich mir so denke, die würde ich niemandem mehr anbieten. Die hat bestimmt schon 5 Kinder an. Die sind halt einfach ausgewaschen. Die sind nicht mehr weiß, sondern grau. Oder so ganz fusselig und rau. Das nehme ich dann auch nicht mehr. Aber es gibt wirklich Sachen, die sehen aus, als wäre ich gerade zu H&M gegangen und hätte die da gekauft. Genau, das war mein Video zur Babyausstattung. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare, was ihr in Kategorie 1, 2 und 3 wählen würdet. Vielleicht seid ihr auch bei irgendeinem Produkt einer ganz anderen Meinung wie ich. Ich habe das Produkt jetzt vielleicht in Kategorie 3 gewählt und ihr findet das unablässlich. Dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Das interessiert mich natürlich sehr und die Zuschauer sicherlich auch, weil ich repräsentiere hier nur meine Meinung und es ist immer schön, wenn man viele verschiedene Meinungen zu einem Thema hören kann. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!